Was geht ab, meine lieben Zockfreunde? Hier sind wir bei der vielleicht letzten Folge von 10 Second Ninja Extra. Wir haben jetzt endlich die klassischen Welten so weit aufgeräumt, dass wir in die oberste Etage kommen. Und lass mal sehen, was uns hier alles erwarten wird. Oh. Yo, yo. Yahoo! Mir ist meine Bewertung jetzt so egal, ich will jetzt einfach nur fertig hinter mich haben. Aber eine gute Bewertung ist natürlich auch schön, deswegen. Okay. So, ich rush jetzt einfach mal hier alles durch, einfach nur. Ein Stern, okay, das ist okay. Oh, Kacke. Kacke, ich komm, ich schaff's nicht rechtzeitig. Nein! Oh, Bullshit. Oh, ich gehe mal in den falschen Teleporter. Ja, komm schon. Nein, nein, nein. Puh. Gott. Das war knapp, ey. Autsch. Ow. Ja, an dem komme ich nicht vorbei. Ja, an dem komme ich nie mehr vorbei, sobald der drüber ist, ey. Ach komm schon, ey, ich schaff das irgendwie gar nicht. Autsch. Komm schon. Komm, das ist das vermutlich letzte Kapitel. Das krieg ich doch jetzt wohl hin, ey. Oh Gott, ey. Oh Gott, wie groß ist die Map bitte jetzt, ey? Ich glaube, hier gönne ich mir einen Hinweis. Yo, als ob, ey. Au. Au. Na gut, also wie machen wir das? Shuriken da werfen? Geschafft. Okay. Wir sind auf dem Schiff. Haben wir alles? Ich glaube, wir haben alles. Ja gut, jetzt wollte ich hier nicht rein, aber...
Naja, also ich könnte natürlich noch versuchen, alle Sterne zu bekommen und sowas, aber was ich mich frage, ist der Marathonlauf? Ich guck mal kurz, ob Marathon. Okay, Marathonmodus ist immer noch nicht da. Ich glaube, der ist einfach wirklich nur, wenn man wirklich schon überall 3 Sterne hat, aber das mache ich jetzt nicht. Ich setze jetzt für mich hier den Schluss dieses kleinen netten LPs hier an. Und ich würde dann sagen, es hat Spaß gemacht. Meine Katze mal ein bisschen im Hintergrund. Aber naja. Mal schauen, was ich dann jetzt nächstes Mal. Ich habe hier nämlich noch ein richtig, richtig gutes Sortiment an Spielen. Nicht nur Indie-Titel wie dieses jetzt hier. Aber naja. Mal schauen. Na gut, dann würde ich euch mal sagen, hoffentlich hat dieses kleine Mini-Let's Play gefallen. Bekommen ja noch mehrere und so. Und ansonsten würde ich euch dann mal sagen, sehen wir uns dann im nächsten Projekt wieder. Bis dahin, meine lieben Zockfreunde, haut rein.